ein Scout, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gescoutet aus. Naja, auch mal wieder was Neues. Sorry, aber ich habe keine Ahnung. Neue Folge Let's Play World of Tanks mit dem T71 gespielt von Prick 21 auf der Karte El Haluf. Also besser geht's eigentlich für einen Scout gar nicht. Und er hat die klassische Scout-Ausstattung drin mit Fernglas und Tarnnetz. Und er nimmt jetzt hier direkt Anlauf und fährt hier gleich mal direkt runter. Sein Zugkamerad mit dem Bulldog, also ein reiner Scout-Zug. Wow! Ein reiner, Gott, oh Gott, ein reiner Scout-Zug also. Mit dem Matchmaking als Siebener dann ins Achtergefecht zu kommen, ist natürlich sehr schön. Sind sie beide offen, aber ich denke mal, das ist jetzt hier nicht das Problem. Die sind hier ganz schön aggressiv und flink, die beiden. Jetzt müssen sie aber eigentlich sich um den T71 da kümmern. Machen sie jetzt auch. Oh, jetzt da oben auch noch. Jetzt kommt er mit der Kanone nicht hoch. Aber der 12-Tonner, glaube ich, wird da nicht lang machen. Müsste eigentlich auch von der eigenen Seite gut zu erreichen sein. So, da jetzt wieder. Ah, jetzt kriegen sie den schön raus. Ja, sehr schön. So geht es. So machen wir mal schnell einen ganz nicen Gegner weg. Oh. Obacht, Obacht, Obacht. Jetzt schnell verdünnisieren. Da oben ist der Panther. Oh, jetzt sehr nice. Jetzt Panther konzentriert sich jetzt auf den Bulldog. Er kann jetzt schön auf ihn schießen. Und auch rausnehmen. Nice. Also das machen die beiden gleich direkt sehr stark, sehr gut. Halten hier gut zusammen. So macht man das im Zug. Natürlich die meisten der Gegner oben im Norden, beziehungsweise oben links auf der Karte. Da sind sie immer ganz gern. Sie beide drücken jetzt hier weiter. Viel nicht gespottet war noch nicht. Also von dem her, Arti fehlt leider. Das wäre jetzt natürlich auch schön gewesen für die beiden. Hätten sie hier noch die Arti wegsnacken können. So, er fährt jetzt hier in diese Mulde rein. Steht hier vielleicht irgendwas? Nö. Aber der ELC. Ah, und der Löwe, den habe ich jetzt klassisch übersehen. Das ist natürlich ein unangenehmer Brummer. Er wartet jetzt hier einfach nochmal ganz kurz, dass vielleicht sein Kamerad genau. Oh, da ist der ELC. Zack, 1, 2 und 3. Weg ist er. So, 3 Schuss hat er noch im Magazin. Was macht er? Lädt er nach, fahrt er auf den Löwen drauf. Ach, der Löwe. Der übrigt die Frage. Und dass er den noch getroffen hat. Krass, krass, krass. So, jetzt muss er nachladen. Jetzt ist sein Bulldog-Kompagnon gerade alleine gegen den Löwen. Jetzt kann er nicht helfen. Jetzt muss er noch 10 Sekunden warten. Frisst er einen. Also noch einen darf er nicht kassieren. Oh, jetzt da hinten auch noch einer. Oh, prallt hier ab. Der Bulldog prallt ab. Oh, jetzt nimmt er das Munitionslager raus. Der Löwe hat jetzt leider seinen Zugkamerad rausgenommen. So, jetzt in den Helm. Der Löwe dreht. Ich will jetzt unbedingt den MT25 haben. So, jetzt ist er Read and Reload. Aktuell ist aber 2100 Schaden schon gemacht. Der Löwe nimmt jetzt den MT25 raus. Ah, leider ganz knapp hat es nicht gereicht im Nachladen. So, jetzt kommt der Cromwell nochmal rum. Der Löwe erweist sich als hartnäckiger Gegner. Jetzt fährt aber auch er hier mal auf den Löwen drauf, weil er hat keine so schnelle Drehgeschwindigkeit. So, er zoomt hier raus, aber der Löwe perfekt. Da überrascht er ihn und jetzt kann er ihn. Oh nein! So, zack. Nochmal. Nochmal. Und einer noch, das müsste lang. Ja. Und das nächste Magazin ist durch. T71 ist wirklich. Oh, der Löwe da.
gefällt ihm gar nicht gut, dass er da geholt worden ist. T-71 ist wirklich ein starker Panzer in den richtigen Händen. Ja, die Flamekeule, sie bleibt einfach bei dem Spiel. So, jetzt lädt er hier noch auf Premium um. Ja, da hätte er das akzeptieren müssen wie ein Mann, dass er da einfach geholt wird. Oh, das sind harte Worte, die der Löwe auffährt. Krasse Scheiße. So, jetzt hat er den Ferdinand. Den kann er auch. Oh nein, doch nicht so mit der Gun Depression. So, und zack. Jetzt ist er wieder im Reload. Muss er aufpassen, weil der Ferdinand würde ihn one-shotten. Also der Löwe, der geht schon richtig ab. Das muss man schon mal sagen. Aber zeigt wieder mal. Der Löwe. Naja, 6000 Gefechte und weiß halt einfach noch nicht wirklich, wie es geht. Aber Flaming kann er wie ein großer. So, der Ferdinand, zack. Wenn er, ja, fahr. Genau. So, noch einer und einer noch. Sehr gut. 5 Kills gemacht bisher. Richtig nice. Jetzt lädt er nochmal nach. Der T-34 lebt dann noch. Es wäre theoretisch noch möglich, dass er den Krieger bekommt, aber es sind hier viele, die sich um den reißen werden, also da wird er nicht der Einzige sein. Nachgeladen hat er. Oh Gott. Bekommt er da den Hit. Schade. Da kriegt er den Krieger nicht, aber trotzdem 4000 Schaden gemacht. Das muss man auch erstmal anstellen. Hat leider noch einen Hit bekommen. Sein Kommandant hat das Match nicht überstanden, beziehungsweise nur halb. Trotzdem ein sehr schönes Match mit netten Flame. So gehört es einfach zu World of Tanks dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alcaramba.